darauf, dass ich jetzt ausgelernt bin. Ich bin sehr stolz darauf, dass ich trotz der vielen Hürden und auch harten Arbeitstagen die Ausbildung doch so erfolgreich abgeschlossen habe. Wahrscheinlich darauf, wie ich mich weiterentwickelt habe durch die Ausbildung, weil man einfach so viel mitgenommen hat und für das Alter auf jeden Fall erwachsen geworden ist, sag ich mal. Das einfach habe ich diese Award bekommen, obwohl da komme ich auch, ich komme aus einem anderen Land, da habe ich geschafft meine Ausbildung und ich habe während meiner Ausbildungszeit auch mein eigenes Menü kreiert. Ich bin stolz darauf, dass ich die Ausbildung durchgezogen habe, trotz der Pandemie. Das hat natürlich alles ein bisschen erschwert und dass ich auch immer motiviert geblieben bin. Für die Hotellerie habe ich mich entschieden, weil es damit so viele Möglichkeiten gibt und so eine Vielseitigkeit. In der Hotellerie lernt man ganz viele Menschen aus allen Ländern der Welt kennen. Man wird in Situationen geraten, in denen man vorher noch nicht war und man ist auf sich selbst gestellt. Und es ist auch super, weil man in einem großen Team arbeitet. Die Kollegen werden wie zu einer zweiten Familie und es macht auf jeden Fall total viel Spaß. Weil es ist richtig international, da kann man überall arbeiten auf der Welt. Weil das für mich die Kombination war aus dem Kaufmännischen, was ich machen wollte, aber auch mit Spaß, also kombiniert mit dem Spaßfaktor, den man mit drin hat in der Hotellerie. Ganz einfach, weil es eine super Branche ist, man bekommt viel mit, das ist super vielfältig und man hat so viel mit Gästen zu tun, mit so viel menschlichem Kontakt, das gefällt mir einfach sehr gut. Die Leute, die dort arbeiten. Die Menschen, die in dieser Branche arbeiten, sind immer offene, lustige und humorvolle Menschen und genau. Das ist international und da kann man jeden Tag neue Leute kennenlernen. Vielseitigkeit. Die Flexibilität, also alleine mit den Schichten und auch dieses Gesamtgefüge, dass man auch wenn nicht nur im eigenen Hotel, sondern insgesamt, dass man da eben so viele verschiedene Freunde auch tatsächlich kennenlernt, die eben so mit dem Schichtsystem ja nicht zu kämpfen haben, aber auch davon profitieren können. Und ich sag mal, es ist sonst in anderen Branchen einfach nicht so gewöhnlich, dass man auch mal unter der Woche vielleicht abends spät noch losziehen kann. Das gibt's nur in der Hotellerie, würde ich sagen.